Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an den TV-Bildschirmen und im Internet. Internet. Das ist schön gesagt, denn wir wissen ja gar nicht, wie uns die Zuschauer empfangen. Denn mittlerweile in unserem heutigen Zeitalter ist es ja möglich, Fernsehen genauso gut auch übers Internet zu schauen. Und eine Umfrage, jetzt kommt's wieder, des Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest nachzufolge gibt es in Kinderzimmern zu 71% PCs und zu 61% Fernseher. Das heißt, der PC hat den Kampf, wie es ausschaut, gewonnen. Ja. Das ist schade. Der Abgesang auf den Fernseher, auf das Röhrengerät, wie man es erkennt aus guter alter Zeit, ist natürlich die Frage, ob sich das durchsetzt. Ob man tatsächlich auch dann am PC-Monitor Fernsehen schauen möchte, ob man genug Bandbreite hat, um das auch in guter Qualität und fließend wiederzugeben. Oder ob die Leute sagen, das ist für mich kein Ersatz, dass ich auf dem Monitor Fernsehen schauen muss. Kann man mal gespannt sein. Und genau diese Frage werde ich jetzt auch gleich unserem nächsten Gast stellen. Der ist bei uns nämlich per Telefon zugeschaltet. Sein Name ist Nick Bramring. Er ist Head of Advertising von Zattoo Europe. Und was Zattoo genau ist, das kann er uns gleich jetzt selber sagen. Hallo Nick. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Servus. Erzähl uns doch mal kurz für die Leute, die noch nie was von Zattoo gehört haben, was es eigentlich damit auf sich hat. Okay, also die Leute, die Zattoo haben, die werden es jetzt wahrscheinlich auch schauen, genauso wie ich das tue. Ich habe dich also vor mir auf meinem Zattoo-Screen. Zattoo ist eine Software, die man sich herunterlädt von unserer Website. Und mit dieser Software und einem Breitbandanschluss kann man dann also den Zattoo-Player starten und damit live Fernsehen schauen. Das ist also eine kleine Applikation, die aussieht wie ein Fernseher mit den Kanälen, die man anwählen kann. Und damit kann man dann live Fernsehen schauen. Ich habe es vorhin selber mal ausprobiert und meine noch zu Kollege Bomhoff, dass es fantastisch ist, weil es einfach wirklich super schnell geht, fantastisch funktioniert und ich mich frage, warum ich noch nicht früher drauf gekommen bin. Jetzt leuchtet mir natürlich auch ein, warum ihr das macht, aber ist natürlich die Frage, liegt ihr damit voll im Trend, seid ihr eurer Zeit voraus oder wie muss man sich das erklären, denn schließlich ist ja Fernsehen übers Internet gerade im Kommen eigentlich, oder? Ja, also Zeit voraus würde ich nicht sagen. Also wir wurden ehrlich gesagt schon teilweise auf Medientagen und sonstigen als eher reaktionär belächelt, dass wir also noch das ganz normale Fernsehen auf den PC bringen, anstatt die wunderbare On-Demand-Welt in die Menschheit zu bringen. Aber insofern liegen wir im Trend, als dass wir jetzt 1 Million Nutzer haben in Deutschland, die das Produkt einfach gut finden, weil es einfach ist und die Sender einem eben auf die 71%, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, ja. PCs in den Kinderzimmern und auch zu Erwachsenen bringt, anstatt eben ja Inhalte on demand, die vielleicht noch nicht ganz so spannend sind. Glaubst du, dass der PC bzw. das Internet den Fernseher abgelöst hat oder zunehmend ablöst? Jein, also Noch hat er den sicher nicht ganz abgelöst. Es wird mit Sicherheit immer stärker, aber irgendwo kommt es halt zusammen. Ne? Also ich glaube, es wird immer den Fernsehapparat auch geben, den man dann gemütlich vom Sofa aus benutzt, wenn man einen Spielfilm sich anschaut. Aber auf dem Fernsehgerät wird man dann wahrscheinlich auch Internet nutzen können. Und genauso wird es eben den PC geben, nur dass man da dann auch Fernsehen schauen kann, was man ja jetzt schon tun kann mit Zattoo. Gibt es Erhebungen darüber, wer euch genau nutzt, wer User sind, die über Zattoo Fernsehen schauen? Ja, also 2/3 sind in der Altersgruppe 20 bis 40 und jeweils der Rest verteilt sich dann zu unter 20 oder über 40. Also es ist nicht wirklich etwas, was nur in Kinderzimmern stattfindet, sondern wirklich querfeldbeet. Wir haben auch einige ältere Nutzer. Außerdem haben wir unsere Nutzer gefragt, wieso sie Zattoo schauen. Und etwa 1/3 hat gesagt, sie finden das einfach ganz cool, wenn sie sowieso am PC sind, dort arbeiten, Mails schreiben, sonst was tun, wie ich jetzt gerade in den letzten 2 Stunden, um dann einfach im Hintergrund noch ein bisschen Fernsehen laufen zu haben. Und dann haben wir eine relativ starke Gruppe von knapp 20%, die sagen,
Sie haben gar keinen eigenen Fernseher, sondern ja, so wie der Trend, den du eingangs beschrieben hast, nur noch den PC, und den benutzen sie jetzt eben für alles inklusive Fernsehen. Und eine dritte Gruppe sagt, ich habe zwar einen Fernseher, aber benutze Satu dann, wenn der eben gerade nicht zur Verfügung steht oder ich woanders bin. Was mir aufgefallen ist bei Satu, dass ihr natürlich ein unfassbares Portfolio an Sendern habt, also wirklich auch ein paar Exoten. Ich kenne die, weil ich auch Kabel digital habe, aber viele Leute können die gar nicht empfangen normalerweise. Andere Sender habe ich jetzt nicht gesehen, zum Beispiel RTL oder ProSieben Sat1. Den wichtigsten habt ihr aber an Bord, hast du gerade gesagt, mit Giga. Giga ist natürlich dabei, selbstverständlich. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, aber wie kommt das zusammen? Wie wird diese Auswahl getroffen oder gibt es da Verbindungen oder müsst ihr da Verträge abschließen mit den einzelnen Sendern? Müssen die euch das okay geben? Wie funktioniert das? Ist in der Tat so. Also einmal bezahlen wir Geld an die GEMA, die da aber sehr fortschrittlich ist, muss ich sagen. Also auch sehr proaktiv mit so neuen Medien umgeht und da entsprechende Regelungen getroffen hat mit uns zusammen. Und zum anderen haben wir wirklich mit jedem einzelnen Sender, der bei uns drauf ist, auch einen Vertrag geschlossen. Genauso mit Giga. Der einfach sagt, dass wir das Recht bekommen, euch in dem Fall auf die Plattform zu nehmen. Und auf der anderen Seite und dafür eben auch verpflichten, euch zu distribuieren an die Nutzer auf dem PC. Und von uns aus würden wir natürlich gern so einen Vertrag auch mit RTL und Sat1 ProSieben machen. Die sind aber leider noch nicht so weit, aber ich hoffe natürlich schwer, dass das bald der Fall sein wird. Das wäre auch schon meine nächste Frage. Wie reagieren denn so die einzelnen Sender auf dieses Thema? Gibt es da Berührungsängste? Haben die da noch so ein bisschen Angst, so in Anführungsstrichen, von diesem Teufelszeug Internetfernsehen? Oder, schon so ein bisschen so, ja. Also es gibt schon viel Erklärungsbedarf immer. Ich habe das jetzt nicht nur in Deutschland gemacht, sondern auch in anderen Ländern, und es ist eigentlich jedes Mal das Gleiche. Wenn man von Internet spricht, dann hat jeder irgendeine Website-Vorstellung mit halb illegalem Zeugs drauf und völlig unkontrolliert. Deswegen ist wichtig, dass man erstmal das Produkt zeigt und auch erklärt, wie wir es machen. Da möchte ich jetzt nicht in Einzelheiten gehen, aber eben dadurch, dass wir mit der Verwertungsgesellschaft erstmal einen Vertrag abschließen nach dem Urheberrecht und mit den einzelnen Sendern die Verträge, ist das eben auch rechtlich sehr gesichert. Aber das braucht einfach seine Zeit, bis man das erklärt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass gerade große Sender sich erstmal überlegen möchten, inwiefern das in ihr strategisches Konzept reinpasst und da vielleicht etwas unbeweglicher sind als kleine. Aber was natürlich sehr erfreulich für uns war, dass ein ganz großer und vermeintlich nicht so beweglicher, aber auch hier sehr proaktiver, nämlich die ganzen Öffentlich-Rechtler. Ja, das war genau der Punkt, wo ich mich auch gefragt habe, so Wahnsinn, dass die alle dabei sind und sehr richtig prominent, also nicht nur Fernsehen, sondern auch die Radiosender kann man ja über Satu empfangen. Wie ist es zum Beispiel mit GEZ-Gebühren? Ich bin da kein Profi auf dem Gebiet, aber kann man da eventuell sogar Gebühren sparen, wenn man sagt, ich habe keinen Fernseher, aber einen Internetanschluss und dann über das Internet, über Satu dann Fernsehen schaut? Also jetzt sage ich das auch unter Vorbehalt, weil ich bin hier in der Schweiz und ich weiß, dass sich da ein bisschen was verändert hat in Deutschland. Also erstmal dadurch, dass man Satu schaut, muss man jedenfalls nicht GEZ-Gebühr zahlen, sondern die muss man dann unabhängig von Satu bezahlen. Und mein letzter Stand ist, dass man in Deutschland sehr wohl für PC-Nutzung und Internetanschluss generell GEZ-Gebühr zahlt, aber eine verminderte Gebühr, das war zumindest immer die Radiogebühr, wenn ich mich nicht täusche. Also ja, genau, das volle Fernsehgebühr. Ist, glaube ich, auch mein letzter Kenntnisstand. Ich bin aber, wie gesagt, auch kein Experte. Aber wäre ja dann durchaus eine Alternative. Da würde man dann zumindest etwas weniger GEZ verzahlen müssen, wenn das so stimmt. Aber wie gesagt, unter Vorbehalt. Okay, Nick, ich danke dir, dass du uns ein bisschen erklärt hast, was Satu ist und einen kleinen Einblick da in eure Welt gegeben hat. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ich habe es selber vorhin installiert und bin immer noch ganz angetan davon. Dankeschön. Schön zu hören. Hat Spaß gemacht. Schönen Abend noch. Ciao. Also ihr habt es gehört, Satu, kann ich nur sagen, kann man Giga in astreiner Qualität übrigens gucken und das sollte sich jeder mal angesehen haben. Und warum sage ich das eigentlich jetzt? Weil jeder, der das gerade gehört hat, der guckt es ja schon. Egal, wir machen weiter mit dem Newsflash.
1996 hat die Fußballnationalmannschaft ihren letzten großen Titel gewonnen, aber 1996 kam auch ein erster großer Titel, und zwar der von Resident Evil. Mittlerweile ist die Reihe um zahlreiche Spin-offs und Sequels reicher. Und demnächst, genauer gesagt im März voraussichtlich 2009, kommt mit Resident Evil 5 dann der nächste Teil des Franchises. Und wir haben vorab für euch schon mal in der Screenshot-Galerie, hier seht ihr sie, sagen schreibe 22 neue Screenshots von Resident Evil 5 aus dem Hause Capcom. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen auf giga.de. Und PCler schauen in die Wäsche. Und zwar, wenn es um Gears of War 2 geht. Denn das Spiel kommt exklusiv für Xbox 360 raus. Und Cliffy B. hat sich jetzt auf Seiten Epics zu dieser Entscheidung geäußert. Und zwar sagte er, dass die Hauptkritikpunkte, warum man das Spiel nicht mehr auf dem PC rausbringen mag, sind zum einen die Softwarepiraterie und zum anderen die verschiedenen Konfigurationen der PC-Systeme. Und das wäre zu aufwendig für ein so grafisch aufwendiges Spiel wie Gears of War 2. In diesem Sinne bleibt den geneigten Spielern des ersten Teils nichts anderes übrig, als auf die Konsole zu wechseln, sofern sie denn in den Genuss von Gears of War 2 kommen. Aus Indien schwappte das Gerücht in die Welt, dass Electronic Arts Interesse daran hätte, Epic Games aufzukaufen. Das ist jener Entwickler, der uns mit der Unreal Tournament-Reihe beglückt hat. Mark Rain, den kennt ihr, das ist eine große Nummer in der Unreal-Serie. Der hat sich allerdings dazu geäußert und gesagt, dass es keine Bestrebungen gäbe, Epic Games an Electronic Arts zu verkaufen. Wir haben ja in der Vergangenheit schon häufiger von Übernahmeangeboten, unter anderem auch an Take-Two-Seiten zu Electronic Arts, gehört. Allerdings beharrt die indische Website, die dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, darauf, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis tatsächlich EA Epic Games kauft. Wir werden sehen, was passiert. Und das ist auch eine ziemlich heikle News. Und zwar gibt es die Nachricht, dass in China Skype-User ausspioniert wurden. Und zwar wurde in diversen Gesprächen und Chats die Verbindungsdaten überprüft und nach Begriffen wie Demokratie oder Tibet abgehört. Und das soll sogar richtig professionell vorangetrieben worden sein von dem Anbieter, der Skype eben in China anbietet. Und da soll es sogar besondere Versionen geben, die extra in Internetcafés zum Beispiel zur Anwendung geführt wurden. Und das ist schon ein ziemlich krasses Thema, wenn man sich das überlegt. Skype wurde auch schon drauf angesprochen, also natürlich die Erfinder von Skype, und haben gesagt, dass sie davon nichts wüssten. Wie das sich weiterentwickelt, muss man mal abwarten, ist auf jeden Fall ein ziemlicher Skandal. Es gab mal eine Zeit, da haben sich Nintendo und Sega ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Gunst des Zockers geliefert. Mittlerweile gibt es mit dem Nintendo DS das neueste System aus dem Hause Nintendo. Von Sega hat man da nicht mehr viel gehört. Früher gab es den Game Gear, der uns in Farbe hat zocken lassen. Und jetzt gab es aber in letzter Zeit das Gerücht, dass Sega wieder auf dem Hardware-Markt aktiv werden soll. Und tatsächlich, diese Gerüchte scheinen sich zu bestätigen. Der Sega Vision 2009 steht wohl kurz vor dem Verkauf. Und der soll also MP4-Player enthalten, MP3-Player enthalten, eine Kamera, ein Portable-TV-Funktion und ein E-Book-Reader. Er kann auch als Spielekonsole fungieren, allerdings muss man sich da mit Java-Games begnügen. Also nicht unbedingt ein direkter Konkurrent zu den wirklich leistungsfähigen Handhelds der Konkurrenz. Angeblich soll der Konkurrent zu Sony und Nintendo dann im nächsten Jahr kommen. Und eine News, die wir jetzt leider nicht mehr aus zeitlichen Gründen schaffen, muss ich noch kurz erwähnen. Bei uns auf der Website findet ihr noch News zu Deus Ex 3. Hallo, Deus Ex. Bestes Spiel aller Zeiten. Dritter Teil. Ja. Hallo, interessiert es jemanden? Ja, dann schnell auf giga.de gesurft. Da gehe ich jetzt auch mal rauf. Was kommt jetzt hier? Silverfall. Ja, das wird im Budget-Check. Viel Spaß. Wiedersehen, giga.de.